Okay, jetzt mal im Ernst. Wie groß ist euer Fernseher? 55? Vielleicht 60 Zoll? Vergesst es, Alje Süß hat einen 4K-TV mit riesigen 82 Zoll im Angebot. Und der ist auch noch günstig. Den schauen wir uns mal genauer an. Hey Leute, heute mal ein etwas anderes Video. Wir checken mein Angebot bei Aldi Süd. Das ist nämlich wirklich so außergewöhnlich, dass wir für euch einen genaueren Blick drauf werfen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wenn wir sowas öfters machen sollen und lasst doch bei der Gelegenheit gleich ein Abo da, da würden wir uns sehr freuen. Also, zurück zum Thema. Es geht um den Medion X17882, ein wirklich mega riesiger UHD-TV. 82 Zoll ist das Teil groß, HDR-tauglich und hat natürlich die typischen Spielereien, die ein moderner Fernseher so haben sollte. Ich gehe jetzt aber nicht im Detail auf die ganzen Anschlüsse und so weiter ein. Wenn ihr das genau wissen wollt, schaut mal in die verlinkte News in der Videobeschreibung. Wichtig bei dem Ding ist vor allem der Preis. Wer hat's bei dem Aldi-TV gedacht? 1.100 Euro will Aldi dafür und das ist in der Größe wirklich konkurrenzlos billig. Kurz mal im Internet nachgeschaut, die günstigste Alternative in der Größe ist dieser Samsung TV für 1.350 Euro. Da stellt sich doch jetzt schon die Frage, lohnt sich der Aldi TV und wo sind die Nachteile? Okay, also erstmal, das Panel ist in der Preisklasse natürlich kein OLED, sondern ein LC-Display und mit 350 Candela pro Quadratmeter ist es leider nicht besonders hell. Gerade für HDR-Bilder ist es eigentlich zu wenig. Hier sollten es mindestens 600, besser noch 1000 Candela pro Quadratmeter sein. Die Hintergrundbeleuchtung kommt übrigens mit der Direct-LED-Technik. Das heißt, das Bild wird homogener beleuchtet und die Kontraste und Schwarzwerte sind auch besser als zum Beispiel bei der Edge-LED-Technik, bei der das Panel nämlich nur von den Seiten beleuchtet wird. Für Gamer wichtig wären außerdem noch Input-Lag und die Herzzahl. Zu ersterem gibt es leider keine Angaben, die Bildrate liegt aber bei 60 Hertz, also klassischer Durchschnitt. HDMI gibt es übrigens nur in der Version 2.0, damit fällt 4K-Gaming mit 120 FPS mit der PS5 oder Xbox Series X flach. Dafür bräuchtet ihr nämlich einen HDMI 2.1-Eingang. Ihr könnt in 4K also maximal mit 60 FPS zocken. Und natürlich braucht so ein Riesen-TV auch eine Menge Strom. 240 Watt gibt Medion an, immerhin fast 60 Watt mehr als die Samsung-Alternative. Der 82-Zoll-Fernseher ist ab dem 25. Februar ab 8 Uhr morgens und auch nur online zu bekommen. Bevor ihr jetzt aber zugreift, solltet ihr euch noch eine Frage stellen. Passt das Riesending überhaupt in euer Wohnzimmer? Ganz ehrlich, ich meine, 82 Zoll sind unglaubliche 2,07 Meter Display-Diagonale, über 1,80 Meter in der Breite. Da braucht man erstmal ein TV-Board, wo das drauf passt, oder man schraubt den Fernseher an die Wand. Mit 40 Kilo muss die dann aber auch einiges aushalten. Und groß genug sollte euer Wohnzimmer auch sein. Bei 82 Zoll sollte der Sitzabstand 5 bis 6 Meter betragen. Sonst könnt ihr euer Geld auch sparen und zu einem kleineren Fernseher greifen. Jetzt schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob der Aldi-Fernseher was für euch wäre oder ob euch das Teil viel zu groß wäre. Macht's gut, bis zum nächsten Video.